Dann 3, 2, 1 und los! Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Battlefleet Gothic Armada 2 gemeinsam mit Lalulu. Und wir sind jetzt in der Kreuz unterwegs. Das Timing. Und wir haben keine Mission mehr. Wir haben null. Wir müssen einfach auf Zug beenden drücken und schauen, was passiert. Ja. Ja, ich habe auch ein bisschen geschaut. Wir haben möglicherweise gute Gelegenheit über die nächsten Züge. über die nächsten Züge den Nikadia-Sektor noch komplett einzunehmen. Ja. So, mit Imperium prügeln wir uns ja gerade hauptsächlich. Imperium und Chaos sind die einzigen beiden Bedrohungen, die uns so übrig bleiben. In Skellos passieren Dinge, die uns so egal sind. Ja. Ich bin froh, dass die KI an ihre Sektoren gebunden ist. Und nicht einfach ja, über die... Ja, das wäre echt scheiße, wenn die über die ganzen Maps gehen könnten. Wenn die über ihre Linien rübergehen würden. Ja. Plötzlich wären dann nämlich ständig bei uns. Nein. Gut. Die Runden werden erst lang. Ja, die werden echt nicht kürzer. Nee. Wobei doch schon etwas kürzer. Es gibt weniger Schlachten. Natürlich gibt es weniger Schlachten für uns. Genau. Ja. Oh ja, genau. Hier passieren bestimmt wieder Sachen. Ja, das war mein Hoffen, dass ihr es nicht tun würdet. Das war mein Hoffen, dass ihr es nicht tun würdet. Ja. Wir müssen dieses Chaosportal schließen. Ja. Au. Oh, das ist gut. Es gibt so eine defensive Schlacht. Ach, das ist der Aufwertbare. Ja, stimmt, du hattest es noch nicht aufgewertet. Deswegen den wertest nie auf. Ja, wir hatten letztes Mal wirklich überlegt, ja, wenn du es aufwertest, vielleicht greifen die dann endlich an und wir verlieren den Sektor. Gut, es wertet diese Runde auf. Okay, dann finden wir heraus, ob es passiert. Ja. Ich habe das Gefühl, es wird sofort angegriffen. Oh nein. Das ist er. Ich bin noch nicht. Oh. Trazin, what is it you want? I am minded to repay a debt. I loathe owing anyone anything. I see. And what do you offer? The Imperium's fleet. At a time and location to your advantage. Is that of interest? With the humans eliminated, perhaps you can succeed where they have failed. That depends upon the price. No price. As I said, I loathe debts. The humans have a tendency to trust too easily. It shouldn't take much to send them into your waiting jaws. I will contact you again. What is he up to now, I wonder? Do you not trust him? I do not know. Nun. Hallöchen, Sylvanas. Hallo. So. Bündnis und Treubrüche. Trazin ist in Kontakt mit Amaku getreten. Er hat versucht, dem Imperium dabei zu helfen, die Schwarze Flotte zu besiegen, jedoch erfolglos und sieht nun Amaku als besseren Bündnispartner. Da er ihm etwas schuldig ist, bietet er ihm an, seine guten Beziehungen zum Imperium zu nutzen, um die Flotten aus dem Kader-Sektor zu locken, wo Amakuns Flotte auf sie lauern wird. Verstärken sie ihre Flotte im Sektor Sentinel Worlds und warten sie darauf, von Trazin endlich in Kontakt hier zu werden. Oh? Oh wow, Kadia hat 7 aufwärts. Verstärken sie ihre Flotten im Sentinel Worlds. Warten sie auf Kontakt. Will uns Kadia nächste Runde geklaut, also übernächste Runde geklaut werden? Wir werden das halten. Wir werden das sowas von halten. Ah, 50, genau, ist ja reduziert. Klick. Okay. Was haben wir in Sentinel Worlds eigentlich gerade an Flotten?
do not know. Wir haben da eigentlich genug, um mit allem fertig zu werden. Aber Sylvanas, wie steht's? Caliban. Genau, finden wir heraus, ob die Aufwertung von Caliban dafür sorgt, dass die den Planeten endlich mal angreifen. So, Trazen möchte jetzt also das Imperium zu uns führen. Das zeigt aber auch gewissermaßen Trazens Agenda auch während der Imperiumskampagne an. Ja. Denn während der Imperiumskampagne hilft er uns, weil wir gegen Amarkun gewonnen haben. Hätten wir gegen Amarkun verloren, dann hätte er wahrscheinlich wären wir wahrscheinlich tot gewesen. Aber dann würde er wohl eher den Neferu helfen, um gegen Chaos vorzugehen. Ja. Seine Agenda ist Chaos töten. Fair enough. Gut, okay. Was wir machen können. Ja. Also wo haben wir Amarkun? Da. Amarkun Imurenes. Wir können Demios Binary defensiv halten und Belisar dann nehmen. Also wir können uns auf jeden Fall diesen Zug Sabena holen. Und Volker Torg. Und dafür haben wir zwei Flotten, die sich dafür aufteilen können am besten. Weil es auch 2000er Flotten sind. Lohnt sich also wohl am ehesten, eine kleine Aufteilung durchzuführen. Das eine ist Imperium, das andere ist Mechanicus. Wofür brauchen wir die härtere Feuerkraft? Wofür brauchen wir das Croissant? I don't know. Ach, die haben beide ungefähr gleich viel Feuerkraft, wenn wir so mal nachschauen. Dann würde ich sagen, schicken wir das Croissant gegen die Mechanicus-Flotten. Okay. Und die andere Flotte, da können wir sogar noch ein Schiff dazu bauen, theoretisch. Weil ich glaube, dass ein paar Escort-Schiffe da helfen könnten. Oder eines. Ah, ist erfreulich. Bei uns, es geht. Ich denke, es geht. Okay, für 163 könnten wir schnell noch eine weitere Säcke mitnehmen. Nein, ich denke, wir sollten vielleicht stattdessen zwei Jakal-Escort-Schiffe mitnehmen. So, dann kann Ashson nach Volker Torg gehen. Nach Volker Torki. Da haben wir 3000, hätten wir jetzt angreifen würden, 3000 Kampfkraft drin. Diese Flotte könnte bei Volker Torg auch helfen, theoretisch, oder... Welchen Sinn ergibt die hier hinten gerade? Das wird geregelt werden. Wir könnten hier uns mit sammeln mit dem Rest der Flotte. Und dann auf diese Art und Weise zuschlagen. Wenn wir den da mitschicken, kann Gebraka bei der Aufnahme von Volker Torg helfen und vielleicht danach bei Fremas mithelfen. Also wahrscheinlich besser. Dann schicken wir da zwei Admirale rüber und die können das dann so machen. Belisar, wir werden Demios Binary einfach verteidigen nächsten Zug und dann einen Gegenangriff nach Belisar machen. Okay. Dann nehmen wir diesen Zug Volker Torg. Vielleicht haben wir das Glück, das ist eine Blockade. Dann kriegen wir noch einen Zusatzschritt und können vielleicht Fremas direkt angreifen. Ja. Andernfalls warten wir auf, dass Fremas Sachen passieren und gehen dann nach Cantrail rüber. Okay. Gut, dann fangen wir an mit der kleineren Schlacht. Sabena. Schlachtruf. Betreten. Während du das regelst, ich bin sofort wieder da. Ist schon geregelt. Es ist schon geregelt. Ja, es wartet dennoch. Ach, dann können wir durch den Ladebildschirm gehen. Dann tu, was tun muss. So, wurden von euch schon die ersten zwei Folgen der Lord of the Rings Serie gesehen? Absolut gar nicht. Und ich werde sie auch nicht unbedingt anfassen, denke ich. Ich werde mir Rings of Power nicht unbedingt geben. Es ist wieder eine von diesen Serien, wo ich das Gefühl habe, dass es einfach durch den. Dass das Original einfach wieder durch den Dreck gezogen wird. Es wurde halt wieder so
sagen wir mal, modernisiert. Und dann bin ich ja. Habe ich inzwischen gewisse Abneigungen entwickelt mit den ganzen Modernisierungen. Deswegen, nein, Rings of Power nicht gegeben. Aber auch gerade kein wirkliches Interesse daran, was traurig ist, weil es ja eigentlich Silmarillion sein soll, aber dabei haben die dann einfach alles ignoriert, was mit dem Silmarillion zu tun haben soll. Wäre eine gute Serie per se, aber leider steht der Name Lord of the Rings drauf. Und das ist genau der Grund. Die werden dem Erbe wahrscheinlich nicht gerecht. Da habe ich einfach fest gerechnet. Nicht nur werden sie dem Erbe nicht... Also, das ist oft eine Sache. Die Leute könnten ihre eigenen Sachen machen. Und dann können sie so modern sein, wie sie wollen. Aber... Das muss man immer alte Namen adaptieren und damit durch den Dreck ziehen. Ha? Huh? Lord of Rings. Rings of Power. Okay. Was die Implikation ist. Okay, wie teilen wir die jetzt auf? Ich nehme da Croissant. Küchenfenster war offen. Und es fängt an zu nieseln, also. Okay, machen wir es so? Okay. 1, 2, 3 und 4 und nachladen. Mechanicos. Ja, da brauchen wir noch. Ich finde es viel schöner, wenn mehr Leute oder wenn die ganzen Leute, die ihre Energie damit verbringen, alte Meisterwerke zu adaptieren und dadurch ihnen nicht gerecht zu werden. Wollen wir hier anfangen? Ja. Oder? Ja, es ist gut. Es ist fair. Wenn die Energie stattdessen darauf anwenden würden, neue originelle Sachen zu schaffen. Aber die müssen immer etablierte Namen benutzen, weil die einfach kein Vertrauen in ihre Fähigkeiten haben. Und oftmals zu Recht, leider. Wirklich? Habt ihr ein Auge des Omnisaur auf die Quallen geschmissen? Wir sollen uns die Sprünge aufsparen. Ja, dafür müssen wir nachladen an. Noch waren wir außerhalb der Reichweite. Ich habe auch eine Nova-Kanone explodieren sehen, glaube ich. Ja, das ist ein Auge des Omnisaur gewesen. Ich dachte, da wäre noch was Blaues gewesen. Das waren die ganzen Quallen, die in die Luft geflogen sind. Ah. Nein, nicht Triebwerke. Waffen. So. Lorfiller sowohl in der erzählten Geschichte als auch im generellen Weltenrass und allem. Ja, das ist halt wirklich aufgefallen. Das hat man aber von voraus sehen können, auf der Basis dessen, dass... Wie viele Nova... Okay, verschwindet eure Nova-Kanone auf die Quallen. Das war leider abzusehen. Dass die schließt die Quallen neben uns weg. Wie gesagt, das war leider abzusehen von Anfang an, auch wenn da was von den Waffen, die zum Beispiel schon im Voraus über Galadriel erzählt haben und solche Sachen. Ach, ist jetzt draußen? Ja, die ersten zwei Folgen sind scheinbar schon draußen und... Ich wollte mir Reviews dazu angucken. Balgos war mein Interesse niemals so gering. Ja. Oh, shit! Motherfucker! Oh! Nun, das wird wehtun. Das ist Omnisaur, oder? Nein. Nope. Okay. Erst einmal auf zerstreuten Blitzbogen übergehen. Ja, guck mal, ihr braucht keine Moral. Ehrlich gesagt, das ist eine Verschwendung der Fähigkeit, aber egal, hier. Und das ist ja blöd. Nope. Das zweite auch, das denke ich. Alter! Das machen das vernünftig. Die sind nicht gut drauf. Nee. Kannst du dich auf die andere Seite von denen teleportieren, damit ich in der Lage bin, eine Kette zu ziehen? Ich brauch dich direkt drinnen. Jetzt kommen noch Bomber rein und alles. Okay.
Warte, ich klappe mich auf die andere Seite. Halt an. Ich versuch's. Labanleistverschwendung. Ja. Wir hätten den da vorne machen sollen. Aber egal, deine zerstörten Blitzbögen, die sterben die ganz schön schnell. Außerdem bricht deren Moral gerade links und rechts einfach. So. Waffen bitte. Meine Moral bricht gerade, wie sie meine Schiffe bewegen. Kannst du gerade mal. Sekunde, was war der Gedankengang, den ich hatte? Ich habe es vergessen. Ja. Ich bin mir gerade nicht sicher, was ich gerade überlegt hatte. Hatte irgendwas mit Angriffszielen zu tun. Hast du zerstörte Blitzbogen aktiviert? Nein. Wir bräuchten die mal, denke ich mal. Nee, genau, das war, was ich fragen wollte. Einen Scan durchführen, um die Crit-Chance zu erhöhen. So. Edna Hoffer, wenn ich Token nicht haben wollte, da er halt ziemlich was. Neven, du hast ja so ein Beschreibungsproblem. Ja, das passiert halt. Okay. Überschreiben wir ihn mal. Aber ja, das ist halt ein Umstand. Elben sind keine Menschen. Elben sind halt etwas ganz anderes, deswegen gibt es keinen Sinn, zu versuchen, menschliche Ethnien darin zu repräsentieren. Das ist einfach der Umstand. Das Problem, dass es zu einfach ist, zwischen. Nun ja, mit Schlagworten beworfen zu werden, wenn man derartige Sachen ausspricht. So, jetzt verreckt bitte. Das Croissant hat richtig gelitten, die Nova-Kanonen. Ja. Erstmal auf Nachladen. Ja, genau, jetzt können wir noch die. Plattform loswerden. Aber es ist halt tatsächlich nichts rassistisch daran zu sagen, dass das nicht im Sinn des Erfinders ist, zum guten Teil. Ebenso bei den Zwergen und so. Die sind halt nicht Menschen. Und wenn man unbedingt repräsentiert. Was uns am meisten an den Zwergen stört, ist, dass wir einen weiblichen Zwerg gesehen haben und sie kein Bart hatte. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es als Witz intendiert war, ursprünglich, dass Zwergen Frauenzwerge Bart hätten, aber ich glaube nicht. Egal. Ich glaube, das ist sogar echt Lore. Nun, es wurde gesagt, dass die männlichen von den weiblichen Zwergen nur anhand ihrer Kleidung zu unterscheiden wären. Glaube ich. Oder ich glaube nicht mal daran, dass sie nahezu nicht zu unterscheiden sind für nicht. Aber es ist halt viel zu viel moderne, besonders amerikanische Politik reingequetscht worden und das ruiniert alles. Egal in welche Richtung man guckt. Wie gesagt, die Implikationen, die sie damit ausdrücken, sind Du meinst die Implikation, dass zwischen Rings of Power und Herr der Ringe eine ethnische Säuberung der Elben und Zwerge stattgefunden haben muss? Mit Zwergen und Elben, ja. Wenn es der gleiche Kanon sein soll. Das würde bedeuten, dass die weggemacht wurden. Also weibliche Zwerge haben Lord in den Bart. Dann war es also tatsächlich Kanon. Und nicht einfach nur ein Witz. Das sollte so sein. Was ist falsch mit warum dürfen die weiblichen Zwerge keinen Bart haben? Nun, sie müssen übergewichtig sein, dafür, deswegen. Das macht keinen Sinn. Die brauchen einen Bart. Frauen mit Bärten sind von der Körperpositivitätsbewegung nicht involviert, nur übergewichtige. Sind Zwerge übergewichtig? Soweit ich weiß. Aber generell, die haben so viel gebrochen. Und Galadriel sollte. Ja. Die haben Galadriel auch wieder zu dieser typischen Art und Weise gemacht, von dem, was ich gesehen habe. Aus dem Teaser und Trailer. Von Teaser habe ich nur gesehen, dass sie die typische starke Frau ist. Starken Anführungszeichen. Anstatt dieser. Andersweltlichen, beeindruckenden, ja. Bewundernswerten Figur.
die nicht unbedingt eine Rüstung oder Waffen tragen muss, und damit man sieht, wie mächtig sie eigentlich ist. Ja. Nein, ich sie weiß, muss. Ich habe die Serien jetzt gesehen, ich weiß nicht, ob sie gut ist. Das ist einfach nur. Ich arbeite einfach nur von dem. Erstmal teure Reparatur raushauen. Ich arbeite nur von dem, was wir inzwischen von Hollywood-Klischees wissen. Die einzige Methode, wie ein weiblicher Charakter stark sein kann, ist, indem er möglichst männlich und möglichst aggressiv und möglichst gemein ist. Das ist einfach alles, was möglich ist. Und independent. Ja, ja, das ist also männlich und wütend. Denn man ist nicht unabhängig, wenn man nicht wütend ist und andauernd sagt, wie unabhängig man ist. Ja, ich weiß nicht, ob die Serie gut ist oder nicht. Ich tendiere dazu, mich sehr schnell über Hollywoods Unsinn aufzuregen. Aber die machen es ja auch einfach, sich darüber aufzuregen, weil das ist jedes Mal verdient. Ich bin einfach jetzt in diesem Gedankengang einfach, das ist. Ich bin einfach. Es interessiert mich nicht mehr. Es interessiert mich null. Nervt es mich? Ja, ein bisschen. Ich würde gerne starke weibliche Charaktere sehen, die stark sind. Die halt stark sind und nicht, stark. Weißt du? Es wäre ja sehr schön zu sehen. Oder sehr schön. Es wäre zu kompliziert für diese talentlosen Hochstapler. Charakterstarke weibliche Charaktere sehen. Ja, es ist leider zu komplex für diese talentlosen Hochstapler, Stärke in verschiedensten Charakterpersönlichkeiten darzustellen. Zu zeigen, dass es mehrere Wege gibt, stark zu sein. Nein, es gibt nur einen. Wieso, war das gerade schreibt Strong Independent Female Character Nummer 234? Ja, das Ding ist, ich kann über die Serie gar nichts sagen, ob sie schlecht ist oder nicht, weil ich habe sie nicht gesehen. Ich werde mir halt wahrscheinlich ein paar Reviews angucken, und wenn die halt irgendwie einen Hoffnungsschimmer geben, gucke ich mir vielleicht die Episoden an und mache mir meine eigene Meinung. Aber es hat halt keine wirkliche Laune drauf. Ja, nichts, wo es aus meinem Weg gehen würde, um es anzugucken. Ich bin ganz ehrlich, ich wäre überrascht, wenn die Serie es nicht ganz genauso verhält, wie ich voraussage, dass es sich verhält. Ja, ne, wie gesagt, der Trailer mit Galadriel hat mir nicht so wirklich gefallen. Und generell alles. Sie haben so viele Lorbrüche da drin. Ich meine. Es mochte wirklich diese ihr Auftreten in dem originalen Film. Ich nehme einfach die für Harrow. Okay. Es mochte ihr Auftreten im originalen Film. Sie war halt elegant und imposant. Man wusste, sie ist Big Power. Selbst ohne permanent Leute anzubrüllen. Sie brauchte keine Waffe, das ist das Ding. Ihre Erscheinung war ihre Waffe. Vertrau den Reviews nicht, vertrau nicht, da die meisten Reviewer keine richtigen Lord of the Rings Ultra sind. Das ist allerdings auch wahr. Die Sache ist nämlich, wenn es um Reviews geht, einfach nicht auf Journalisten hören. Nee, mit Bewertungen gucke ich mir ja immer so Videos an, meistens von Fans. Das ist, weil was Herr der Ringe angeht, da muss man schon. Herr der Ringe ist heilig, das ist halt die Sache. Es ist gewissermaßen eine Heiligtum unter dem Fantasy-Aspekt. Das ist gewissermaßen die Fantasy-Bibel. Das darf man nicht schänden. Bist du auf Nachladen? Na gut. Ja. Aber gegen wen kämpfen wir? Imperium. Reguläres. Okay. Trotzdem auf Waffen gehen, die können Nova-Kanonen haben. Die Schwerden sehen ganz interessant aus. You have seized a strategic area. Aber ja. So. Aber ja, Journalisten sind generell aus der Sache. Ja. Aber wie gesagt, ich kann sie halt einfach nicht besten, bevor ich zumindest irgendwie Meinung eingeholt habe oder und sowas. Ja. Ich bashe einfach nur das, was ich vermute, dass sie sein wird. Und ich wäre sehr angenehm überrascht. Ist besser das Konzept von Hollywood. Kannst du die Säcke. Die Säcke, man kann auch nicht teleportieren, oder? Ach, sie sind auch mal als Jäger. Wer interessiert die Jäger schon? Wie gesagt, es enttäuscht mich einfach, wie weibliche Charaktere in Medien dargestellt werden. Ironischerweise. Ja. Das ist irgendwie schon ausgebrochen lustig. Ja, man wollte die. Ach, guck mal, Nova-Kanonen. Man wollte die starke, independent Frau haben.
als Jago-unabhängige Frau, die keinen Mann braucht. Aber es ist irgendwie... Und was man im Endeffekt gemacht hat, ist, Männer mit Brüsten zu schaffen. Es ist... flach. Das auch manchmal. Das wird's zu einfach. Es ist halt nur so, dass deren einzige Persönlichkeit ist, ich bin stark und unabhängig. Man hat da keinen. Man kann sich nicht in die Reihen finden. Das ist einfach eine Power-Fantasie. Wo ist die Pflanze? Da ist die Pflanze Nova-Kanone. Macht sie weg. Worauf schießt er überhaupt? Nova-Kanone? Achso, auf hinter dich. Ich hab mich vorher teleportiert. You have seized a strategic area. Weil, zum Beispiel mit Ray in Star Wars. Ray, was ist das? Ray? Was für ihr Namen Star Wars? Ray. Ray? Pappkarton, ihr Ray. Ihr Name war Ray, oder? Ja, ihr Name war Ray. Okay. Mit das E. Ding mit ihr, ja, genau. Das Ding mit ihr war, sie hatte keinen Charakter. Ich erinnere mich an einen Satz, den sie gesagt hat. Lass mich überlegen. Ich erinnere mich an nichts. Sie war einfach, alles woran ich mich erinnere bei ihr ist, Frau. Ich erinnere mich halt nur daran, dass sie... Dieses Mal kugle ich mich nicht selbst. Jetzt versuche ich mich gerade erst an den Satz zu erinnern. Ja, ich gerade auch, das ist... Fuck! No, Chewie! Bevor sein Tod dann gefake-out wurde. Das war ein Satz? Ich glaube es. Ich bin mir nicht sicher, ob sie es wirklich gesagt hat. Könnte sein, dass sie einfach nur wütend geschrien hat. Weil natürlich Kylo Ren schuld gewesen wäre. Warum ist mein Schiff hier hinten? Schiff! Geh zurück! Wirklich, was? Also ich werde es mir anschauen. Könnte ich da gerne noch meine Analyse sagen. Also die ersten zwei Folgen sind schändlich für das Lord of the Rings Universum bis jetzt. Oh. Das habe ich mir irgendwie schon... Habe ich mich doch noch selbst gekugelt? Ach, so in einer Räudig. Ich meine, ich werde sagen... Ich habe in Mittelerde Mordors Schatten gespielt und Schatten des Krieges. Und da gab es auch aggressive Lore-Brüche. Sehr, sehr aggressive Sachen, aber... Hast du einen kritischen Schadenreparatur? Ja, gerade rausgehauen. Fuck. Aber das ist eine leicht andere Sache. Das war ein Spiel. Da habe ich einfach gesagt, scheiß auf alles, Ballrock schlagen. Die Aufmachung des Spiels war gut. Das Spiel war gut, das war halt die Sache. Auch wenn ich mir von vornherein klar war, Lore ist das nur Sache... Das existiert da. Das kann man... Das existiert da so als Vorschlag. Aber irgendwie machen mich Filme auch aggressiv wütender. Du gehst schon zu einer anderen Plattform. Ich sehe halt kaum noch eine Serie, die es packt, weißt du? Es ist halt wirklich leider so. Ja, ich habe das Gefühl, die Welt wird Stück für Stück immer mehr kreativ bankrott. Es ist halt alles irgendwie ausgeschnitten. Als hätten wir das alles schon gehabt. Und wir hatten das alles schon. Zum Beispiel, es gibt ein paar Serien, die das gut sind. Zum Beispiel Cuphead. Das versucht aber einen spezifischen Stil zu treffen und es trifft den halt. Ja. Und das ist halt deswegen. Deswegen funktioniert Cuphead. Wie hieß sie? Callus. Chalice. Callus? Callus. Ich mag sie als weiblichen Charakter. Na, die ist auch lustig. Sie ist lustig. The Witcher war richtig enttäuschend. Ich war schon nach der ersten Staffel richtig. Also, die erste Staffel hat mich erstmal zu Tode gelangweilt, 90% der Zeit. Aber nach der zweiten Staffel war ich richtig wütend. Ich meine, als jemand, der die Bücher gelesen hat und so. Die Verschwendung der Hexer.
Die Verschwendung von allem. Also, ja. Also die Witcher Staffel 2. Henry Cavill war gut. Ja, im Endeffekt, Henry Cavill hat. Das war ein. Henry Cavill hat und einfach nur Spaß. Ritterspuren in der zweiten Staffel macht es auch. Ritterspuren hat sie durchaus nicht schlecht geschlagen in der zweiten Staffel. Aber das einzig wirklich Gute bei der Witcher-Serie war Henry Cavill als Geralt. Ja. Einfach nur auf der Basis dessen, dass es offensichtlich was eine Rolle war, die er spielen wollte. Ja. Weil er offenbar offensichtlich ein Hardcore-Fan davon ist. Aber ich erzähle mir, dass ich die Bücher angetan hat. Und ich muss sagen, es könnte in der deutschen Übersetzung liegen, aber die Bücher waren auch nicht unbedingt so meisterhaft. Aber die Serie, das war fürchterlich. Ist vor allem in der ersten Staffel mit der zerstörten Chronologie. Man hat einfach zu viel Yennefer-Serie draus gemacht und für Yennefer so viele Sachen dazu zusammengeprügelt, die keinen Sinn ergeben. Ich meine, okay, ich hab's verstanden, mit irgendwann in der Mitte so verschobene Chronologie. Aber. Keine Ahnung, warum die Stregobor über rein drücken mussten. Wer? Genau. Der eine Zauberer. Ah! Oh ja, die. Okay, danke, dass du mich erinnert. Nein, nicht danke, dass du mich daran erinnert hast, Sylvanas. Warum erinnerst du mich an diese verdammten Hodensack-Rüstung aus der ersten Staffel? Das war die Sache, die mich in der ersten Staffel so richtig aggressiv wütend gemacht hat. Wenn man weiß, was Nilfgaard eigentlich ist und dann kommen da diese komischen Hodensackrüstungen und übergroße... Es war alles schrecklich. Das Witzer war eine Serie, die ich mir angeguckt habe, weil es irgendwie verflüstend war. Du weißt, dass ich 3 Anläufe brauchte, um die Serie durchzusehen. Ja, es braucht. Und 2 haben wir gemeinsam versucht. Einen habe ich versucht, Solo zu geben. Mhm. Es ist selten, dass eine Serie mich so sehr langweilt, dass ich sie mir nicht ansehen kann. Ich kann normalerweise über Sachen rausziehen, aber das hat mich einfach fertig gemacht gehabt, stellenweise. Und ist mir ja eine Person, die hat die Bücher nicht gelesen, ne? Ja. Das heißt, mein Wissen kommt von den Witzerspielen und selbst das ist ein bisschen makelhaft, weil es nicht wirklich alle Witzerspiele komplett... Witcher-Serie als Live-Let's Play nach Horizon, habe ich gehört. Irgendwann muss ich damit anfangen. Ja.